Das ist eine Panzer VS-60, die auf den Einsatzbereich bis 60 Meter dazu da war, um gepanzerte Fahrzeuge zu bekämpfen. Das ist so der Klassiker zur HASAG, weil die HASAG dieses mobile Gerät entwickelt hat. In Bereitstellungen warten die Männer mit der Panzerfaust. Eine Erfindung, die bis heute große Bedeutung hat. Für die Bundeswehr ist sie ein wichtiger Waffentyp. In militärischen Konflikten wird sie weltweit eingesetzt. Entwickelt und produziert wurde die Panzerfaust ab 1943 in Leipzig. Die HASAG ist damals einer der größten Rüstungsbetriebe des Reiches. Mehr als die Hälfte der 65.000 Beschäftigten sind Zwangsarbeiter. Aus der Firmenleitung wird dafür kaum jemand zur Verantwortung gezogen. Auch nicht Betriebsdirektor Wilhelm Renner, dessen Tochter Hannelore später die Frau von Helmut Kohl wird. Geschichte und Bedeutung der HASAG für heute sind ganz unterschiedliche Menschen auf der Spur. Ich habe mich aus Sicht des Patronensammlers mit dem Werk begonnen zu beschäftigen und habe es dann in der Folge auch auf die gesamten Werke der HASAG bezogen. Es ist für mich sehr beeindruckend gewesen, dass ich, obwohl ich Geschichtslehrer war, bis in die 90er Jahre hinein von dieser HASAG überhaupt nichts gewusst habe. Mich hat am meisten überrascht, dass es eine Geschichte ist, die von Leipzig ausgeht, aber am Ende eine internationale Bedeutung hat. Im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess kommt raus, dass die HASAG eigentlich unter den Top 5 der Ausbeuter von Zwangsarbeit ist. Sie wollen die Erinnerung an dieses Unrecht lebendig halten. Leipzig-Paunsdorf, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, eines der wichtigen Wissenschaftszentren in Mitteldeutschland. Forschung zur Rettung des Planeten. Vor 80 Jahren war hier der Hauptsitz des größten sächsischen Rüstungsunternehmens, der Hugo Schneider AG. Wer einmal mit den vergessenen und verdrängten Relikten der HASAG in Berührung kommt, den lässt sie so schnell nicht mehr los. So wie Kriminalhauptkommissar Holger Worm. In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Patronensammler. Im ehemaligen HASAG-Zweigwerk in Altenburg trifft er Wolfgang Böhm vom örtlichen Geschichtsverein. Und er hat etwas dabei, das hier vor mehr als 75 Jahren produziert wurde. Das ist die Infanteriepatrone für das Maschinengewehr 42 und 34. Die wurde mit Beginn der Produktion hier hergestellt. Dann hat man das Ganze erweitert auf Bordwaffenmunition, 13 mm und die verschiedenen Waffensysteme in 2 cm bis 3 cm bis 5 cm Bordwaffe. Das war das Haupt, was hier gefertigt wurde. Kleinere Patronen wie Pistolenmunition wurde hier nicht gemacht und das haben sie aber eben in großen Stückzahlen hier gefertigt. Ende 1944 wurde hier fast ein Drittel der gesamten Bordmunition für die Luftwaffe hergestellt. Heute ist von den weiträumigen Produktionshallen, den großen Lagerhäusern für die Explosivstoffe und den Probeschießständen nichts mehr zu sehen. Anfang 1945 sind mehr als 13.000 Menschen bei der HASAG in Altenburg beschäftigt. Die Stadt zählt damals nur 40.000 Einwohner. Fast die Hälfte der Belegschaft sind Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und jüdische KZ-Häftlinge. Frauen stellen rund 50% der Arbeitssklaven. Alles begann hier. In Leipzig. Für Anne Friebel ist die HASAG zum wichtigsten Thema ihrer Arbeit geworden. Ihr Interesse gilt den Menschen, die hier unter den schlimmsten Bedingungen gearbeitet haben.
In einem ehemaligen Pförtnerhaus befindet sich die Gedenkstätte für Zwangsarbeit. Es steht im Schatten des mächtigen ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Hasag. Eines der wenigen Gebäude, die hier aus der Zeit des Dritten Reiches noch übrig sind. Dieses Bild von der Royal Air Force am 10. April 1945. Das zeigt das Werksgelände der Hasag, was im Prinzip sich hier in diesem dreieckigen Areal befand. Das ist hier die damals Hugo-Schneider-Straße, heute Permoser-Straße, Torgauer und hier die Bahnlinie. Und hier befindet sich das Hauptgebäude, Verwaltungsgebäude der Hasag, was auch bis heute existiert. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs beschäftigt der Konzern an seinem Leipziger Stammsitz mehr als 10.000 Zwangsarbeiter. Auch in Leipzig ist der Frauenanteil enorm hoch. Lange bleiben ihre Schicksale weitgehend unbekannt. Im Jahr 2001 gelingt es, eine kleine Forschungs- und Gedenkstätte einzurichten. 4 Mitarbeiterinnen und ein Kreis von ehrenamtlichen Unterstützern arbeiten die Geschichte der Hasag-Zwangsarbeit auf. Wir sind mit sehr vielen Familien ehemaliger ZwangsarbeiterInnen aus der ganzen Welt in Kontakt und wir erhalten jede Woche 1 bis 2 neue Anfragen nach Schicksalen von Vorfahren aus Familien. Und das nimmt zu. Also das ist unsere Erfahrung aus den letzten Jahren, dass diese Anfragen steigen und dass vor allem die Nachfahren der 3., 4. Generation jetzt die Fragen stellen, die Enkel, Urenkel, die über die Geschichte ihrer Vorfahren Bescheid wissen wollen. Dass es die Gedenkstätte überhaupt gibt, hängt auch mit der privaten Initiative vieler Menschen zusammen. 2009 besucht die Leipzigerin Charlotte Zeitschel die Ausstellung, für die sie sich jahrelang eingesetzt hat. 1941 wird ihr Vater in der Rüstungsschmiede Dienst verpflichtet. Er muss damals die Sprengköpfe der Granaten- und Panzerfäuste mit Salz und Essigsäure füllen. Die Gifte, die gebraucht wurden, die haben die Leber zerfressen, die haben die Lunge angegriffen und keiner hat eigentlich meiner Mutter und mir, wir waren ja die einzigen Überlebenden noch, mein Bruder war kurz vorher gefallen und hat uns sagen können, was die eigentliche Krankheit war. Und deshalb steht auf dem Totenschein, ich habe den Totenschein noch immer, da steht drauf, gestorben mit 51 Jahren an Lebensschwäche. An der einstigen Hugo-Schneider-Straße, heute Permoser-Straße, fällt der Gedenkstein für die Opfer der Zwangsarbeit kaum auf. Einst standen hier Baracken für die Arbeitssklaven. Seit 1970 erinnert hier ein Mahnmal an die Menschen, die bei der Hasag leiden mussten. Jedes Jahr trafen sich hier nach 1989 ehemalige Zwangsarbeiterinnen aus ganz Europa. Unermüdlich hatte sich Charlotte Zeitschel um diese Treffen bemüht. Die kamen mit dem Bus hier an und die sahen das Hauptgebäude, was noch steht, und wollten nicht aussteigen. Die hatten, obwohl sie mit hierher gekommen sind, hatten sie Angst auszusteigen, weil sie gesagt haben, sie wollten nie wieder in ihrem Leben deutsche Laute hören. Wollten nie wieder, dass jemand Deutsch spricht. Das war für viele Überlebende wichtig, dann in den 90er Jahren nochmal an diesen Ort zu kommen, vielleicht mit ihren Familien, und dass die Hasag nicht vergessen ist, dass es nicht vergessen wird, dass es KZ-Außenlager in Leipzig gab. Auch aus den besetzten westeuropäischen Gebieten werden Arbeitskräfte nach Leipzig verschleppt. Zivile Zwangsarbeiter erhalten einen geringen Lohn und Ausgangsmöglichkeiten. Der Gedenkstätte wird 2013 ein Fotoalbum von der Familie eines holländischen Zwangsarbeiters übergeben. Hier sieht man zum Beispiel noch die Essensmarken mit dem Aufdruck Gemeinschaftslager Amstel, so hieß dieses Holländerlager, Hugo-Schneider-Straße 87. Die Überraschung war sehr groß, weil wir bisher keine Fotos kannten aus dem Hasag-Fabrik-Alltag oder überhaupt von Hasag-Gebäuden, von diesem Gelände hier. Und das sind meines Wissens die einzigen bekannten Bilder, die es überhaupt gibt.
Eine Ansicht des Werksgeländes und vom alten Haupteingang der Hasag. Die Möglichkeit zu fotografieren spiegelt die zynische Rassenideologie der Nazis wider, die auch in den Lagern der Hasag gilt. Der holländische Zwangsarbeiter Gerrit Jochems kann sogar die Stadt erkunden und dabei Schnappschüsse mit der eigenen Kamera machen. Jochems gehörte eben zur Gruppe der holländischen zivilen Zwangsarbeiter und das war die Gruppe, die die besten Lebens- und Arbeitsbedingungen hatte. Also die standen in dieser NS-Rassenideologie am weitesten oben, weil sie quasi noch als Arier galten und hatten am meisten Freiheiten und Rechte. Und das sieht man auch an diesen Fotos. Aber wir kennen solche Bilder nicht von sowjetischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, weil die sich nur im Lager oder auf der Arbeit aufhalten durften. Entscheidender Mann für den Aufstieg des Leipziger Unternehmens zum Rüstungskonzern ist der Magdeburger Paul Budin. Der glühende Nationalsozialist und Antisemit baut das Unternehmen zum NS-Musterbetrieb um. Paul Budin war Generaldirektor der Hasag ab 1935, war hochrangiger SS-Mann und Parteimitglied in der NSDAP, Obersturmbannführer, also relativ hoher Posten. Und war, ich glaube, er war sehr ehrgeizig. Er war auch sehr eng verbunden mit diversen hohen Funktionären. Zum Beispiel mit Albert Speer war er persönlich freundschaftlich verbunden, was dann wichtig wurde, weil Albert Speer war Rüstungsminister. Hasag-Chef Paul Budin verkörpert den ungehemmten Willen zur Expansion und die bedingungslose Unterstützung des Regimes. Auf den Direktionsetagen werden Vorstand, Aufsichtsrat und leitende Positionen gezielt mit Partei- und SS-Angehörigen besetzt. Mitte der 30er Jahre wird Edmund Heckler, seit 1933 NSDAP-Mitglied, bei der Hasag eingestellt. Es ist der Mann, der nach Kriegsende in Westdeutschland fast unbehelligt die Waffenfirma Heckler & Koch aufbauen kann. Edmund Heckler war Ingenieur bei der Hasag. Ab 1935 hat er hier gearbeitet und war Werksleiter in Taucha und Altenburg, also hat diese Werke dann zum Kriegsende hin übernommen als Betriebsdirektor. Ebenfalls Parteimitglied und Teil der Betriebsleitung ist Wilhelm Renner. Er bringt 1934 Ehefrau Irene mit nach Leipzig und die Tochter Hannelore. Sie wird viele Jahre später die Frau von Bundeskanzler Helmut Kohl werden. Spurensuche im gutbürgerlichen Leipziger Stadtteil Gohlis. Hans-Georg Herold vom Bürgerverein hat mit alten Adressbüchern und Karten den damaligen Wohnort der Renners ausfindig gemacht. Dazu muss man natürlich wissen, dass unmittelbar da drüben der Freiladebahnhof steht, der stark bombardiert wurde, also restlos zerstört wurde. Und in diesem Umfeld sind hier noch die ganzen Häuser mit vernichtet worden. Gleich hier muss das Wohnhaus der Renners gestanden haben. Tochter Hannelore und ihre Mutter fliehen vor den Luftangriffen ins Umland. Vater Renner hält in Leipzig die Stellung. Er ist am 1. Mai 1933 in die NSDAP eingetreten und war dann Wehrwirtschaftsführer und in verschiedenen anderen Verbänden auch organisiert, zum Beispiel im Nationalsozialistischen Fliegerkorps. Die Familien von Wilhelm Renner und Hasag-Generaldirektor Paul Budin wohnen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Im Süden von Gohlis bleiben die Villen der Prominenten und Reichen vom Bombenkrieg verschont, so wie die der Budins. Hier waren sicherlich auch die anderen Betriebsdirektoren zu Gast. Wilhelm Renner ist hier bestimmt gewesen. Auch der Direktor der ATG, einem anderen großen Rüstungsbetrieb, wohnte hier in der Prima-Wesi-Straße. Sicherlich gab es dort auch Geschäftsbeziehungen. Begonnen hat alles Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Produktion von Petroleumlampen. Die Söhne des Firmengründers Hugo Schneider exportieren ihre Produkte in die ganze Welt. Um die Expansion voranzutreiben, wird die Firma 1899 in eine Aktiengesellschaft, die Hasag, mit rund 1200 Mitarbeitern überführt.
Nach Beginn des Ersten Weltkriegs orientiert sich das Unternehmen schnell um. Bereits im Ersten Weltkrieg hat die HASAG auf Munitionsproduktion umgestellt im Auftrag des deutschen Heeres, weil sie eben die technischen Möglichkeiten dazu hatten, Walzwerk, Messing, verarbeitende Fabriken, konnten sie relativ leicht von Lampenproduktion auf Munition umstellen und haben daran dann in den 30er Jahren wieder angeknüpft. Schon 1933 erkennt die Unternehmensleitung die Zeichen der Zeit. Munition statt Lampen. Die Produktion und der weitere Ausbau der Firma werden konsequent auf Rüstungsaufträge umgestellt. Das HASAG-Management hat sich 1933 eigentlich sofort an die neuen Machthaber angebiedert und in Leipzig bereits 1934 die erste Werkshalle gebaut, in der dann geforscht und entwickelt wurde, so Infanteriemunition, in einer Zeit, als eigentlich noch nicht an Krieg gedacht wurde. Die Expansion des Konzerns beginnt schon 1932. In Thüringen kauft die HASAG zwei Glas- und Metallbetriebe. In Berlin-Köpenick wird 1935 eine Munitionsfabrik gebaut. Ab 1936 kommen neue Werke hinzu. In vielen Betrieben wird die Rüstungsproduktion der wichtigste Bereich. Das Munitionswerk in Altenburg wird 1936 nach modernsten Maßstäben und in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Finanziert wird die rasante Konzernentwicklung vor allem von der Dresdner Bank. Für Holger Waum wurde die Spurensuche mehr als ein Hobby. Wie Wolfgang Böhm ist er an jedem Detail der ehemaligen Munitionsfabrik interessiert. Bei den oberen gleich hier vor uns waren im Prinzip die ersten Fertigungshallen gewesen. Linker Hand das Heizkraftwerk. Rechts daneben waren die fünf Pulverhäuser gewesen, wo die ganzen Sprengstoffe, die in der C-Anlage dann verladen worden sind, zwischengelagert wurden. Heute ist in Altenburg vom einst größten Betrieb der Stadt bis auf das Verwaltungsgebäude fast nichts mehr zu sehen. Lange verschwunden, das Haus der Gefolgschaft. Es diente den Beschäftigten als Kantine und Festsaal, das Freibad davor der Körperertüchtigung. Arbeit, Kultur, Sport und Spiel wurden im nationalsozialistischen Geist vereint. Die HASAG, das war damals ein Begriff für die Altenburger. Mir wurde es bekannt, erst nach der Wende, weit nach der Wende, erst um 2000 rum, sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass es hier sowas gegeben hat. Und es ist nur sehr gering erforscht, weil die Zeitzeugen fehlen uns. Es wird auch nach wie vor, wird sehr häufig davon gesprochen, nein, darüber wollen wir nichts erzählen. Und es ist eine Zeit, die uns nichts mehr bringt. Die radikale ideologische Ausrichtung des Konzerns geht vom Leipziger Stammhaus aus. Hier erscheint die Betriebszeitung Unsere HASAG in einer Auflage von 12.000 Exemplaren. Für Anne Friebel und ihre Mitarbeiterinnen von der Gedenkstätte eine elementare Quelle. Geschickt werden in Unsere HASAG die nationalsozialistische Volksgemeinschaft und der Führerkult propagiert. Die HASAG hatte vorbildliche, sehr fortschrittliche Arbeitsbedingungen für die deutsche Belegschaft. Betriebskindergarten, Betriebskrankenkasse, Ferienreisen, Werkssiedlung, Betriebszeitung und so weiter. Und das sind die Erinnerungen, die hier in den deutschen Familien, Leipziger Familien, deren Vorfahren hier gearbeitet haben, ja noch präsent sind. Bei der HASAG, die Oma war bei der HASAG, da war es super. Da konnte sie eine Kreuzfahrt machen im Sommer und war im Schwimmverein und da gab es Kulturveranstaltungen und so weiter. Auch im Leipziger Stammwerk bindet das Unternehmen die Belegschaft in die nationalsozialistische Betriebsgemeinschaft ein. Auf vielfältige Weise. Damals finanziert die Konzernleitung auch Chöre, Tanzensembles
und klassische Konzerte im neuen Haus der Gefolgschaft. Man weiß, dass dort ideologische Schulungen stattgefunden haben. Es haben dort Konzerte und größere Feiern stattgefunden. Das Gewandhausorchester hat dort gespielt. Betriebsintern wird aus Parteimitgliedern und Führungskräften ein politischer Stoßtrupp gebildet. Er soll die Leistungskraft der Betriebe unter allen Umständen gewährleisten. 1. September 1939, der Überfall auf Polen. Der Vormarsch der Wehrmacht erhöht auch den Expansionshunger deutscher Rüstungsbetriebe. In kürzester Zeit übernimmt die Hasag in Skarżysko-Kamienina, Kielce und Częstochowa polnische Maschinen- und Munitionsfabriken. Mit der steigenden Einberufung deutscher Arbeiter fehlen in den mitteldeutschen Werken der Hasag immer mehr Arbeitskräfte. Das Leipziger Unternehmen versucht, diese Lücken zu schließen. Durch den massiven Einsatz von Zwangsarbeitern. Sie werden vor allem aus Polen deportiert. In den dortigen Hasag-Werken ist die Ausbeutung der Beschäftigten besonders hemmungslos. Ab Herbst 1942 werden Juden aus den umliegenden Ghettos und die man bei Razzien auf der Straße festgenommen hat, in werkseigene Konzentrationslager deportiert. Nicht wenige hoffen, durch die Zwangsarbeit der Gaskammer zu entkommen. Die Lebenserwartung in Skarżysko-Kamienna im Werk C betrug 3 Monate. Wenn man dort neu hinkam als Zwangsarbeiter, war der Durchschnitt 3 Monate, dann sind die Leute gestorben, weil der Umgang mit dieser Pikrinsäure und diesen anderen hochgiftigen Substanzen sofort die Körper angegriffen hat. Und es gab dort regelmäßige Selektionen, wer ist noch arbeitsfähig, wer nicht. Es gab dort Massenerschießungen. Ab Sommer 1944 werden auch in den mitteldeutschen Hasag-Werken jüdische KZ-Häftlinge, vor allem aus Polen, eingesetzt. Viele von ihnen kommen hier in Sichtweite der Leipziger Zentrale an. Allein hier werden 5000 weibliche KZ-Häftlinge eingesetzt. Danuta Brzosko-Mędryk, die in Warschau nach der deutschen Besatzung Flüchtlingen half, war eine von ihnen. Bis ich nach Leipzig kam, haben wir gedacht, wir überleben das. Wir haben Majdanek und Ravensbrück überlebt. Doch bei der Hasag habe ich alle Hoffnung aufgegeben, zu überleben. Jedes Jahr im November traf sich Danuta mit ihrer Freundin Joanna, um der Widerstandshelden und Opfer des Naziterrors zu gedenken. Joanna war 19, als man sie zur Zwangsarbeit nach Leipzig brachte. Wir mussten um 5 Uhr aufstehen, um 6 Uhr war Appell. Dann mussten wir schwere Metallstangen schleppen, dabei rissen wir uns die Hände blutig. Doch schlimmer war der Hunger. Es gab 125 Gramm Brot und eine Wassersuppe am Tag. Man war einfach nur müde, hungrig und erschöpft, jeden Tag. Auch in Altenburg sind Arbeitshetze und Schikanen der Aufseher alltäglich. Für die vielen jüdischen Zwangsarbeiterinnen gibt es ein zusätzliches Risiko. Wenn hier jemand nicht arbeiten konnte, zum Beispiel Frauen wurden schwanger, ja, und in dem Moment, da habe ich ein Dokument, sind die dann von hier aus zurückgeschickt worden, zum Beispiel nach Ravensbrück zur Vernichtung. Hartnäckig hat sich Wolfgang Böhm für den Erhalt einer Baracke auf dem Zwangsarbeitergelände eingesetzt. Vom Lager für die KZ-Häftlinge ist nichts mehr zu sehen. Das Lager selber ist von SS bewacht worden und im Werk selber sind dann Aufseherinnen gewesen und Aufseher, die auch direkt ausgebildet wurden in den Konzentrationslagern, auch von der SS, die man hier aus der Belegschaft genommen hat und für diese Zwecke dann eingesetzt hat. Charlotte Zeitschel ließ das Schicksal ihres Vaters und die Geschichte der Hasag-Zwangsarbeit keine Ruhe. Mühsam sammelte die ehemalige Geschichtslehrerin Dokumente und Fakten
auch von Kindern, die mit ihren Müttern verschleppt wurden. Da gab es ein Schreiben von der Reichsleitung der SS, dass die Kinder nur stören, die bremsen die Frauen in ihrer Produktionsarbeit und die Kinder sind sofort, es war im August 1944, sind die Kinder nach Auschwitz zu bringen. Und wir wissen hier von der Hasag in Leipzig, dass die Mütter gesagt haben, es geht um 9 Mütter, dass die Mütter gesagt haben, wir lassen unsere Kinder nicht alleine in das Gas nach Auschwitz. Wir fahren mit. Ein bekanntes jüdisches Schicksal ist ebenfalls mit der Hasag verbunden. Familie Zweig brachte man aus einem KZ-Lager im Hasag-Werk Skarżysko-Kamienna nach Leipzig. Hier wurden sie getrennt. Mutter Helena Zweig kam mit ihrer Tochter Silvia nach Auschwitz, Vater Zacharias und Sohn Stefan Jerzy nach Buchenwald. Die Geschichte vom Überleben des Stefan Jerzy Zweig wurde durch das Buch Nackt unter Wölfen weltweit bekannt. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Im Februar 1943 ruft Propagandaminister Josef Goebbels die Deutschen zum Durchhalten auf. Auf dem Schlachtfeld sucht die deutsche Wehrmacht verzweifelt ein Mittel, um die Übermacht der sowjetischen Panzer zu bekämpfen. Es sind Ingenieure der Hasag um Wilhelm Renner und Edmund Heckler, denen es gelingt, mit der Panzerfaust ein Gegenmittel zu entwickeln. Es war in der Form was Besonderes, dass man kostengünstig ein praktikables Panzerabwehrmittel erfunden hatte, was von jedem bedient werden konnte und was in der Herstellung kostengünstig war. Das ehrgeizige Ziel von Hasag-Generaldirektor Paul Budin ist es, ab Herbst 1943 mehr als 1 Million Panzerfäuste pro Monat zu produzieren. In den Betrieben der Hasag wird mittlerweile Tag und Nacht gearbeitet. Für die Zwangsarbeiter bedeuten Krankheit oder Leistungsausfall ein hohes Lebensrisiko. Doch immer wieder gibt es auch Solidarität und Widerstand. März 2015. Der Russe Sergei Tislenko ist aus Moskau nach Leipzig gekommen und kann es kaum erwarten, den 84-jährigen Karl Hauke in die Arme zu schließen. Die Familien der beiden verbindet eine besondere Geschichte. Der Großvater von Sergei, Nikolai Rumjantsev, und der Vater von Karl, Max Hauke, lernen sich 1942 kennen. Sergejs Großeltern sind Zwangsarbeiter bei der Hasag. Die Haukes leben in der Nähe eines Lagers und versuchen mit Informationen über die Kriegslage und Lebensmitteln zu helfen. Der damals 14-jährige Karl fungiert als Bote. Am 7. November, am Jahrestag der Oktoberrevolution, hatten wir von zu Hause dort ins Kriegsgefangenenlager ein großes Paket Essen und für jeden 2 Zigaretten. Ja? Mein Vater war ein leidenschaftlicher Raucher, aber er hat alles aufgehoben für die sowjetischen Genossen. Dass sich die beiden in der Gedenkstätte treffen, hat einen besonderen Grund. 1942 bauen der Vater von Karl Hauke und der Großvater von Sergei Tislenko hier ein Netzwerk von Antifaschisten auf. Doch die Gruppe fliegt auf. Nikolai Rumjantsev wird von den Nazis in Auschwitz ermordet. Max Hauke, in Dresden zum Tode verurteilt, kann während eines Bombenangriffs fliehen. Auch der damals 14-jährige Karl, der ebenfalls verhaftet wird, bekommt die Brutalität der Nazis zu spüren. Dann kam die Gestapo noch einmal ins Gefängnis und sagte, komm runter. Und wenn du Schwein noch mal irgendwas hast, dann schlagen wir dich tot.
Sergejs Großmutter Julia wird ebenfalls verhaftet. Ihr gelingt es auf abenteuerliche Weise zu fliehen. Zurück in Russland vergisst sie die Solidarität der Familie Hauke nicht. Anlass für regelmäßige Treffen sind die jährlichen Gedenkfeiern in Leipzig. 1960 wird Nikolai Rumjantsev hier mit einem Denkmal geehrt. Als Sechsjähriger ist sein Enkel Sergej bei der Einweihung dabei. Im März 2015 ist er zum ersten Mal seitdem wieder hier. Es ist unmöglich, die Gefühle wiederzugeben, die mich gerade überkommen. Es ist ein historischer Ort, wo die Geschichte unserer Familie, meines Großvaters, meiner Großmutter und ihrer Mitstreiter festgehalten ist. Deswegen bin ich einfach nur überwältigt. Eine Schule sowie eine Straße wurden nach Sergejs Großvater benannt. Als Kind hat er sich nicht sonderlich für die alten Heldengeschichten interessiert. Heute ist das anders. In Leipzig hofft er, Antworten auf offene Fragen zu finden. Im Prinzip war mir alles klar. Widerstand, Lager, Tod des Großvaters. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, möchte ich gerne genauer wissen, wo wurde mein Großvater verhaftet? Wann und wie genau kam er zu Tode? In einer Vitrine der Gedenkstätte entdeckt Sergej Ausweispapiere seines Großvaters und eine Uhr, die er damals Max Hauke schenkte. Ihre beiden Vorfahren verband der Einsatz für die gleichen Ideale und eine Freundschaft unter Lebensgefahr. Auf Wiedersehen! Wiedersehen! Die Nachkommen wollen die Erinnerung daran wachhalten. Görlitz, 11. März 1945. Jene Divisionen werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. 8 Wochen vor Kriegsende schwört Propagandaminister Josef Goebbels die Menschen auf den Endsieg ein. Kinder, Frauen und Rentner werden mit der Panzerfaust an die Front geschickt, die oft gleich vor der Haustür beginnt. In den letzten Kriegstagen will man bei der Hasag die KZ-Häftlinge loswerden. Keiner von ihnen soll den alliierten Truppen lebend in die Hände fallen. Während seines Zivildienstes in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora hört Martin Winter zum ersten Mal von den Todesmärschen, die es nicht nur bei der Hasag gab. Die Häftlinge wussten natürlich nicht, was ihnen dort bevorstand. Teilweise haben sie auch versucht, sich dieser Räumung zu entziehen, weil sie ja zu diesem Zeitpunkt schon völlig entkräftet, ausgehungert waren und so weiter. Und natürlich wussten, dass so eine Evakuierung eine weitere ganz große mörderische Belastung sein würde. Rund 5000 Zwangsarbeiter, darunter viele Frauen, werden nur notdürftig bekleidet und ohne Nahrung auf den Weg Richtung Wurzen-Riesa getrieben. Übernachtet wird in Scheunen oder auf offenem Feld. Die Polin Joanna Kosera kann die Tage im April 1945 nicht vergessen. Ich habe daran geglaubt, dass das irgendwann zu Ende gehen muss. Doch dann kam der Todesmarsch. Wir haben dem Tod ins Auge geblickt. Wir haben gesehen, wie sie unsere Freundinnen erschossen haben. Einer meiner Brüder ist nach 3 Tagen einfach verhungert. Für Martin Winter ist die Bezeichnung Todesmarsch keine Übertreibung. Er hat für seine Doktorarbeit die blutige Odyssee recherchiert.
Teilweise wurde auf geflohene KZ-Häftlinge regelrecht Jagd gemacht. Es gab also sogenannte Hasenjagden, wo HJ und Volkssturm-Einheiten, teilweise auch einfache Einwohnerinnen und Einwohner, die Häftlinge selbst versuchten einzufangen, teilweise eigenhändig auch ermordeten. Lange blieben die Todesmärsche ein verdrängtes Kapitel in den Ortschroniken. Stadtverwaltungen und Dorfbürgermeister halfen bei der Durchführung mit. Alles spielte sich unmittelbar vor den Augen der deutschen Anwohner ab. In der letzten Aprilwoche 1945 können amerikanische Truppen das Martyrium der Zwangsarbeiter beenden. Am 18. April waren die GIs schon in Leipzig eingerückt. Spezialkommandos beschlagnahmen die Konstruktionspläne der Panzerfaust und nehmen leitende Waffeningenieure fest. Vergeblich wird jedoch nach Generaldirektor Budin gefahndet. Paul Budin hat sich angeblich mit seiner Frau am 13. April 1945 hier in die Luft gesprengt, im Hasag-Hauptgebäude, in seinem Büro. Das ist so die offizielle Geschichte, aber es ist nicht klar, ob das die wahre Geschichte ist. In den 50er Jahren geht die Staatssicherheit der DDR einer möglichen Flucht Budins nach. Doch offenbar ohne Erfolg. Mit dem Hasag-Chef war auch das gesamte Firmenarchiv verschwunden. Bis zum Eintreffen der Amerikaner bleiben die Direktoren Wilhelm Renner und Edmund Heckler auf ihren Posten. Dann gelingt es ihnen, sich nach Westdeutschland in die französisch besetzte Zone abzusetzen. Es gab Bestrebungen, Wilhelm Renner anzuklagen, aber die BRD hat ihn nicht ausgeliefert. Also es gab da, durch diese Spannung im Kalten Krieg, hat man sich da gegenseitig nicht unterstützt. Das heißt, der konnte dort relativ in Ruhe leben und musste nichts befürchten. Anfang Juli 1945 lösen sowjetische Truppen die Amerikaner in Mitteldeutschland ab. Auch sie sind am Know-how der Hasag interessiert. Das meiste hatte jedoch schon die US-Armee kassiert. Schon im Sommer 1945 läuft in der Hasag die Produktion wieder an. Aus Panzerfäusten werden jetzt Kochtöpfe und andere Haushaltsgeräte gemacht. Doch wenige Monate später werden an vielen Standorten die Maschinen demontiert und in die Sowjetunion gebracht. Die Werkshallen werden gesprengt. November 2020. Martin Winter will mehr darüber erfahren, wie die Hasag-Geschichte aufgearbeitet wurde. Er trifft Michael Ludwig, den Archivar der ehemaligen Leipziger Baumwollspinnerei. Gemeinsam wollen sie ein kaum bekanntes Kapitel beleuchten, das eng mit der Hasag verknüpft ist. Im November 1948 findet hier ein Prozess gegen Verantwortliche der Hasag statt. Martin Winter will den genauen Schauplatz erkunden. Der Zuschauer- und Zuschauerinnen-Andrang war unglaublich hoch. Also das war ja auch ein Grund dafür, den Prozess hierher zu verlagern, weil die Karten, die man eigentlich fürs Reichsgericht schon ausgegeben hatte, die waren wochenlang vorher schon weg. Der Prozess richtet sich gegen 25 deutsche Mitarbeiter im polnischen Hasag-Werk Skarżysko-Kamienna. Rund 100 Zeugen sind bei einem der größten Verfahren gegen NS-Verbrechen in der sowjetisch besetzten Zone aufgeboten. Bei den Anklagen geht es um Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung und Massenmord. Ich war bei dem Prozess dabei und habe mich immer gefragt, was hat diese Leute dazu gebracht, uns so zu behandeln? Das hat mich für mein Leben geprägt. Ich habe später als Krankenschwester und Schuldirektorin gearbeitet. Mir ging es immer darum, Menschen zu helfen, egal wem. Ich wollte den Hass unter den Menschen beseitigen. Że trzeba nieść drugiemu pomoc, że trzeba zniszczyć tą nienawiść, żeby nie było tej nienawiści. Nach knapp 6 Wochen werden 4 Todesurteile und mehr als ein Dutzend langjährige Zuchthausstrafen verhängt.
Doch der Prozess macht ein Riesenproblem deutlich. Eigentlich sollte die Arbeiterklasse die neue, saubere Elite sein. Das ideologische Dilemma war eben, dass nicht das Großkapital auf der Anklagebank saß, sondern ein Querschnitt der Arbeiterklasse, also der Nachbar, die Nachbarin von nebenan aus Leipzig. Der Skarżysko-Kamienner Prozess sollte damals auch politisch ein klares Zeichen setzen. Es ging darum, mit der Durchführung dieses Verfahrens die Deutschen zu entlasten. Dieses Verfahren ist der Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit. Und wenn dieses Verfahren durchgeführt ist, dann ist es die Zeit für den Wiederaufbau und für die Errichtung einer neuen Gesellschaftsordnung. Ein Folgeprozess findet kaum noch öffentliche Resonanz. Und 10 Jahre nach dem Prozess in der Leipziger Spinnerei sind alle Täter per Amnestie wieder auf freiem Fuß. In Westdeutschland gibt es nach 1945 Verfahren gegen 3 Hasag-Mitarbeiter. Intensive Ermittlungen werden auch durch die mangelnde Kooperation zwischen Ost und West erschwert. Betriebsdirektor Wilhelm Renner lässt sich nach der Flucht aus Leipzig in seiner pfälzischen Heimat nieder. 1950 wird er Geschäftsführer einer Wäschefabrik. Werkchef Edmund Heckler baut in Baden-Württemberg ein neues Unternehmen auf, die Heckler & Koch Waffenfabrik. Gerichtlich verantworten mussten sich die beiden, wie auch Vorstand und Aufsichtsrat der Hasag, nie. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfährt das Areal der Hasag eine einzigartige Transformation. Auf dem Gelände entstehen wissenschaftliche Institute für die Chemieindustrie und angewandte Kernenergie. In den 60er Jahren werden die Forschungsbereiche ständig erweitert. Nach dem Mauerfall wird hier das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung eingerichtet. Eine völlig neue Ausrichtung des Standorts. Auch Angela Merkel macht sich davon ein Bild, damals noch als Bundesumweltministerin. Die damalige Aufgabe war, auch Sanierungsforschung zu machen. Man hatte ja sehr viel, sag ich mal, belastete Umwelt, gerade eben auch hier im Chemiedreieck Bitterfeld, Leuna-Buna. Und das Ganze hat sich dann sehr stark weiterentwickelt in den letzten 15, 20 Jahren in Richtung präventive Umweltforschung. Das Helmholtz-Zentrum ist entscheidend daran beteiligt, die Geschichte des Standorts öffentlich zu machen. Ein Buchprojekt entsteht, bei Opfer- und Zeitzeugenbesuchen wird geholfen und die Spurensuche der Gedenkstätte finanziell unterstützt. Wir haben jetzt ein Thema, was zum Erhalt dieses Planeten beiträgt und nicht wie damals zur Zerstörung von vielen Dingen. Und ich finde eigentlich, dass das gelungener Wandel ist. Erinnerung und Gedenken. Das hat für Anne Friebel ganz viel mit dem Hier und Jetzt zu tun. Neben der Hasag-Verwaltung hat auch ein altes Werksgebäude, das als Außenlager des KZ Buchenwald diente, die Zeiten überdauert. In diesem Gebäude waren mehr als 5000 KZ-Häftlinge untergebracht und befindet sich seit mehr als 10 Jahren in Privatbesitz von Personen, die Kontakte in Neonazi-Kreise haben. Aufgefallen durch verschiedene Rechtsrockkonzerte, Veranstaltungen, Neonazi-Kampfsportvereine, die dort trainieren. Die Erinnerung an das, was hier geschehen ist, lebendig halten. Zeitzeugen des Leipziger Rüstungsgiganten gibt es kaum noch. Doch es finden sich immer wieder Menschen, die wissen wollen, was damals in ihrer Nachbarschaft geschah. Ohne sie gäbe es keinen Ort der Erinnerung. Und die Geschichte der Hasag wäre ein weißer Fleck geblieben.